Die Ninotaco News werden euch präsentiert von Figuya.com, eurem Shop für Anime-Figuren und Merchandise. Freut euch auf den zweiten Teil meiner Anime Winter Season 2020 Vorschau, einen ersten Trailer zum neuen Detective Conan Movie und News zu Violet Evergarden. Auf ninotaku.de dürft ihr mal wieder über eure beliebtesten weiblichen Charaktere der letzten Season abstimmen. Einen Link zum Voting gibt's in der Videobeschreibung. Von der letzten Season nun zur kommenden. Viel Spaß mit Teil 2 meiner Winterpreview. Lange hat Reggie auf seine Chance gewartet, Infinite Dendrogram, das neueste VR-MMO, zu spielen, während er sich durch seine Abschlussprüfungen gepaukt hat. Als er endlich dazu kommt, in die virtuelle Fantasy-Welt einzutauchen, wird er, entgegen etwaiger Erwartungen an das Genre, nicht in dieser gefangen gehalten. Stattdessen liegt der Fokus ganz auf dem Spiel, dessen realistische NPCs, komplexe Welt und grenzenlose Möglichkeiten sowohl im Anime als auch für den Zuschauer den Reiz ausmachen dürften. Vor etwa 8 Jahren debütierte mit Madoka Magica, einer der wichtigsten Anime der Dekade. Die unkonventionelle Magical Girl Story war ein sofortiger Hit, der ein ganzes Universum aus Side-Stories in Manga- und Spieleform nach sich zog. Nun schafft es mit dem Mobile-Game Magica Record endlich eine dieser Side-Stories zurück ins Fernsehen, wo das Franchise begann. Hier geht es um Iroha, die gemeinsam mit ihren Freundinnen in der Stadt Kamihama gegen Hexen kämpft. Doch wie man von Madoka erwartet, sind die Dinge auch hier nicht, wie sie scheinen. Als der Highschooler Kaname von einem Freund zu einem Handyspiel eingeladen wird, denkt er sich erst einmal nicht viel dabei. Doch als er sich anmelden will, kommt eine echte Schlange aus dem Smartphone geschossen, beißt ihm in den Nacken und beendet damit sein ruhiges Leben. Die App entpuppt sich nämlich als tödliches Battle Royale, in dem Kaname fortan mit Superkräften gegen Kontrahenten aus Paralleluniversen antreten muss. Der Action-Thriller Darwin's Game erscheint in Manga-Form bereits seit 2013, doch ab 2020 überlebt auch im Fernsehen der Stärkere. Darwin's Game. Animationslegende Masaki Yuasa kehrt im Winter nach Kino- und Netflix-Erfolgen endlich zu TV-Serien zurück. Dieses Mal hat sich sein Studio Sainsaru eines ganz besonderen Mangas angenommen, denn in Esoken geht es um 3 Schülerinnen, die selbst einen Anime produzieren wollen. Wenn ein Anime in einem Anime auf Yuasas schier endlose visuelle Kreativität trifft, kann das Ergebnis nur sehenswert werden. Mehr zur kommenden Season gibt's nächste Woche in den Ninotaku News. Yuri on Ice zählt zu den beliebtesten Sportserien der letzten Jahre. Jetzt möchte auch JC Staff ein Stückchen vom Eiskunstlauf-Erfolgskuchen abhaben. So gab man nun bekannt, dass sich derzeit die Serie Skate Leading Stars in der Produktion befindet. Der Anime soll sich um die Karriere einer Gruppe von Oberschülern drehen und von Regisseur Goro Taniguchi, bekannt von Code Geass, in Szene gesetzt werden. Black Butler Charakterdesignerin Yana Toboso übernimmt hingegen die Gestaltung der Figuren. Mehr Details sind noch nicht bekannt. Erst letzte Woche gab es in den Ninotaku News aus gegebenem Anlass ein Unboxing des ersten ReZero-Volumes, stellt Kase den Isekai-Hit doch ab sofort in Deutschland in die Regale.
Nun wurde ein Starttermin der zweiten Staffel kommuniziert. So wurde auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben, dass die Fortsetzung im April 2020 im japanischen TV startet. ReZero Staffel 2 soll in zwei Kurs aufgeteilt sein, wobei die Episodenanzahl noch unklar ist. Ab dem 1. Januar 2020 wird in Japan zudem eine neue Version der ersten Season ausgestrahlt, in der je zwei Folgen zu 45-minütigen Episoden zusammengeschnitten werden, die zudem überarbeitete und völlig neue Szenen enthalten. Im April 2020 startet die zweite Staffel des Edgy-Animes Tsugumomo im japanischen TV. Aus dem entsprechenden Ankündigungstrailer zeige ich euch hier ein paar Ausschnitte. Ähnlich wie die Vorgängerseason werden auch die neuen Folgen im Studio Zero G animiert. Bevor es mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel losgeht, erhält der Titel im Januar noch eine OVA. In Deutschland gibt's Season 1 beim Anbieter Nippon Art, als auch im Stream bei Crunchyroll. Tsugumomo 2020年 4月 放送開始じゃ! Wer einmal hinter die Kulissen einer Anime-Produktion schauen möchte, hat nun die Gelegenheit dazu. Crunchyroll veröffentlichte nämlich ein Making-of-Video zur beliebten Serie Food Wars, in dem euch interessante Einblicke und Interviews mit dem Produktionsteam erwarten. Das komplette Video habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Alle bislang erschienenen Staffeln des Animes stehen bei Crunchyroll mit deutschen Untertiteln zum Abruf bereit. Kase veröffentlicht die Serie hingegen mit deutscher Synchro auf DVD und Blu-ray. Möchten Sie auch einen Brief schreiben? Im Rahmen der diesjährigen Animagic feierte der neue Violet Evergarden Side Story Movie Das Band der Freundschaft seine Weltpremiere, die ich in Mannheim moderieren durfte. Am 28. Januar bringt Universum Anime den Film im Rahmen der Kase Anime Nights samt deutscher Synchro ins Kino. Als Vorgeschmack gibt es einen kleinen Teaser, den ihr hier seht. Die Veröffentlichung auf DVD und Blu-ray ist für Sommer 2020 geplant. Die Anime Night beim TV-Sender ProSieben Max wird im neuen Jahr mit reichlich Nachschub aufgestockt. Der prominenteste Neuzugang ist dabei Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ab dem 24. Januar soll jeden Freitag zunächst der erste Arc mit jeweils drei Episoden ausgestrahlt werden, natürlich samt deutscher Synchro. Des Weiteren gesellen sich Titel wie Tokyo Ghoul RE, die Fairy Tail Movies Phoenix Priestess und Dragon Cry oder neue Boruto-Folgen im Januar dazu. Kurz vor Redaktionsschluss gab's dann nochmal frohe Kunde von ProSieben Max. So kündigte man ein großes Anime-Lizenzpaket an, bei dem es sich in Form von Serien und Filmen aus dem Anime-Katalog des Publishers Kase um stolze 500 Stunden Anime-Programm handelt. Enthalten sind Serien wie Mirai Nikki, Black Clover, Attack on Titan, Fairy Tail oder Inuyasha. Außerdem dürfen sich die Zuschauer auf Movie-Hochkaräter wie Dragon Ball Super Broly, neue Conan-Abendfüller und drei Attack on Titan-Filme freuen. Wann die eben erwähnten neuen Titel über die deutschen TV-Bildschirme laufen werden, ist noch nicht bekannt. Ich bleib für euch dran. Mein Fantasy-Roman Herz aus Stern ist ab sofort vorbestellbar. Einen Link gibt's in der Infobox. Auf ninotaku.de könnt ihr im Rahmen unseres Adventskalenders jeden Tag eine hochwertige Figur von Figuya gewinnen. Einen Link zum Kalender findet ihr in der Infobox. Masaka. Neues Jahr, neuer Conan-Movie. Auch 2020 macht unser bebrillter Lieblingsdetektiv wieder die japanischen Kinos unsicher. Zum kommenden 24. Conan-Movie wurde nun auf der offiziellen Webseite ein erster Teaser veröffentlicht. The Scarlet Bullet debütiert am 17. April in den japanischen Lichtspielhäusern. In Deutschland wird der neue Film wohl wie gewohnt beim Anbieter Kase ein Zuhause finden. Bestätigt ist dies aber noch nicht.
Nächste Woche gibt es dann den dritten und somit abschließenden Teil meiner Anime Winter Season 2020 Vorschau. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Kommentar oder ein Däumchen nach oben da lasst. Sie waren wie immer ein hervorragendes Publikum. Vielen Dank fürs Zusehen.